Hi ho und willkommen zu unserem letzten Gefecht. Entweder wir oder er. So, ihr seht schon, wir waren fleißig. Unsere drei Schönheiten kennt ihr ja. Hallo. Und ja, sind heute mal wieder volle Hütte. Sogar das Amonas ist mal wieder aus den Versenkungen aufgetaucht, um zuzugucken. Den haben wir ausgebuddelt. Aus dem Keller hochgeholt. Ich hab Angst. Die haben mich eigentlich freigelassen. Aber nicht wegen guter Führung. Wollte gerade sagen. Gut, dann Elbre sage ich schon, Laura, tu uns einen Gefallen und beschwöre einmal bitte den Gamma-Boss. Den Lebensleister. Oh. Es laggt. So. 60 Minuten remaining, okay. Ui. Ein kurzes Schwänzchen. Oh! Zum Glück kommt nicht zu mir. Hä? Boah, was ist denn hier los? Gleich mal hier. Hi. Oh. Macht ihr eigentlich Schaden? Ihr seht doch gar nicht, ich bin so weit weg. Siehst du das nicht? 26.000, 20.000. Du machst gar keine aktuell. Wer ich? Nee, Sunny. Ey, nicht drehen. Die Nerven, oder? Bisschen. Das habe ich da am Arsch. Ah, ein Giga! Ein Giga ist da! Ja. Flocker ist tot? Ja, die sind unwichtig. Kann jemand mal die Viecher unter mir wegmachen? Ich hab gedacht, es gibt mir Gigas. Die sind da automatisch mit an. Ah, okay. Boah, stirb doch endlich, du Drecksvieh. Ja, toll, die Musik ein bisschen spät, wa? Nein, das ist die es Musik, ist die Wehen. Kann man mal jemand hier mal. Oh, wieso ist der jetzt gelandet? Keine Ausdauer? Nö, das ist es nicht. Okay, ich komme. Ui. Ich kann nicht zuhören. Wegen Reaper. Ja, wenn der Reaper dich anschießt, dann landest du. Ja. Aha. So. Danke. Ich mach aktuell gar keinen Schaden bei ihm. Wer macht denn hier 4000? Ja, und die Dinger selber, warum kann das sein? Ah, doch. 4000 macht der Eisball. Ja, so, hier kannst du auch rangehen, Digga. Echt? Ich kann endlich drauf dreschen. Ja, muss nur weg, wenn er wieder draußen ist. Laura, was machst du da? Nein. Wir müssen ganz bleiben. Damit heilst du den. Andersrum, Laura. Sind mehrere Wehen hier? Ah, nur eine. Oder nur die eine? Ups. Ah, Drache ist auch da. Ein Drache. Danke. Au. Jetzt nochmal ein Drache. Zwei Drachen sind da. Hat er eigentlich eine Schwachstelle? Nein. Was war April? April ist tot? Ja, ich wurde dreimal getroffen.
Er haut aber drauf. Der haut drauf. So, ein Reaper-Kick oder was? Hast du Schaden bekommen? Jeder eine Seite, oder? Mir geht's gut. Auch mir flogen auf einmal so viele weiße Zahlen vorbei. Das sind die Geschütze. Flapflap, könntest du mich ganz kurz. Ja, danke. Oh nein, warte, ich bin ja gar nicht. Killer. Ich war noch ganz im Baumodus. Da hab ich immer. Egal. Sorry, ich wollte nicht so weit springen. Du sollst ihn nicht heilen. Pass auf, hier unten stehe ich. Der zertrampelt mich nicht. Also muss noch höher laufen. Ich nehme die ab. Interessant, dass der relativ wenig Damage genommen hat. Er nimmt gerade wirklich wenig Damage. Nee, aber auch wenn er so. Also, wenn ich gesehen habe, wie viel die Titanen reingeschossen haben, ist das ein Single versucht. Ist es auch der Gamma und nicht der Beta? Geht wieder? Was war das? Block. Okay, ja, 62.000 Schaden. Ich fliege hier gerade irgendwo hin. Vielleicht sollten. Ich habe keine Ahnung, ich bin aber hier runtergeflogen gerade. Ist das richtig, dass wir aktuell keinen Schaden machen? Ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Warum hat er mich jetzt von der Plattform gewedelt? Oh, der Desert Titan hat nur ein halbes Leben. Meteorit auf Desert. Der hält auch nicht viel Ausklapp da. Wie komme ich denn wieder zu euch hoch? Laura, hinter dir! Oh Gott, Laura wird angeknabbert! Leute, wie komme ich wieder zu euch hoch? Indem du hinläufst? Ja. So, lang. Wie bist du beim ersten Mal hochgekommen? Mit dem Teleporter! Genauso? Düdel das, nein! Alter, mich hat's von der Plattform gewedelt! Ich lebe noch mit Spinosteg irgendwo unten! Ja, und wie sollen wir dir dann jetzt helfen? Sag mir mal, wo der Weg hochgeht, ich weiß es nicht. Hä, wir sind hier schon mal hochgelaufen, da warst du dabei in der Folge. Ja. Nein. Doch? Nein. Sicher, dass du nicht damals hierbei warst, wo wir hier uns jetzt angeguckt haben? Ich hatte Rage. Ich sehe, dass er da oben wahrscheinlich irgendwo sein. Mama? Ich die Judai. Okay. Ich bin zwar rausgeflogen aus dem Ding, aber anscheinend hat das doch noch als Treffer gezählt. Du warst auf dem Fetzi, ne? Jo. Gut, ich zieh den gerade weg. Ah, du. Soll ich jetzt einfach rumlaufen, oder? Ich sehe die Plattform, ich weiß noch nicht, wie ich da hochkomme.
Flap tot. Nein. Ja. Sonny Schal ist auch tot. Da kommt der Quetzi. Ich latsche einfach mal hier lang. Danke dir. Oh, da ist er sogar noch mal drauf. Also bei mir hat er schon gar nichts mehr angezeigt. Also laut dem war gar nichts mehr da. Geh mir nicht auf den Sack, du. Ach, schick. Ich bin ja jetzt noch mal mittendurch. Mal gucken, wo ich rankomme. Irgendwo muss ich hier hochgehen. Der Sittern hat auch nur ein Drittel Leben. Nee, das ist also dann. So, Monas, kannst du mich führen? Ich wüsste, wo du bist. Ich kenne mich hier, kenn mich hier also, gleich aus. Unten ist irgendwo ein ganz kleiner Wasserfall. Gut, bin ich hier falsch. Was brauchen wir die Mähne sein? Okay. Erwähne es hinten Richtung Wand. Ich bin wieder auf dem Iggy. Ich sehe schon. Er schlägt so kontrolliert. Iggy ist bei einem Drittel Leben. Ich glaube, ich habe nur gerade so Mühe verloren. Ich glaube so. Ja, aber ich stehe auch direkt vor dem Vieh und krieg alles ab. Ja, das stimmt. Eistitan? Ja. Okay. Ich würde gerade sagen, irgendwie kommt da gerade nichts. Doch, doch. Kann man sich nicht irgendwie unter das Viech packen und dann kriegt es seine eigenen Dinger ab? Nein. Also, ja, man kann aber auch den Schaden noch mal. Ich habe keine Ahnung. Er wird überhaupt kannst noch du mir ungefähr sagen, wo der sein soll, Nike? Wie bitte? Wo der sein soll? In der Mitte von dem. Oben. Ich sehe euch. Ich bin jetzt oben bei meinem Zeigefinger? Mittelfinger. Ja, ich kann gerade nicht auf die Map gucken. Wir sind circa auf. Ich sehe, wo ihr seid. Ich 53, 12. Ich weiß, wo ihr seid. Ich sehe eure Titanen auf der Karte. Okay. Aber wie komme ich da hin? Das weiß ich auch nicht. Weißt du, kennst du den Weg aus von da nach Hause? Mhm. Oder weißt du, wo die Base von Laura ist gerade, oder bist du da weit weg? Weit weg. Und wo hier eine Base ist, kannst du wieder herporten. Ich hab den Befehl dafür nicht. Ja, super. Danke. So. Ja, aber auch nicht raus. Ich versuch's ja. Warte mal, ich steig mal ab. Warum steht eigentlich über der Anzeige 46 Minuten remaining? Man hat eine Stunde dafür Zeit, glaube ich, und dann da tut er resetten, oder? Ja. Okay. Sunny, mich hat's. Okay, jetzt gehen wir wieder hoch, wa? Ich will ja nichts sagen, Sunny, aber ich krieg die ganze Zeit Metroiden ab, aber ich als Spieler werde nicht getroffen. Dann hast du Glück, mich hat's ein paar Mal abgemurkst. Ich wurde auch mehrmals getroffen. Jetzt kommt doch, wir können ja nicht mehr ran. So, komm, jetzt kriegst du noch ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ein Metroid aussieht. Genau, der hat mich weggewedelt. Oh, da läuft ein. Genau, Sunny. Und tschüss. Ja, das bin ich. Hey, Sunny hat gerade von der Plattform gewedelt. Ohne Schwert läuft er noch hinterher. Jetzt. Leck mich am Arsch. Jetzt kriegt er wieder keinen Schaden. Auch hauen jetzt. Ich hänge ihn fest.
Haut einmal richtig drauf. Jetzt geht der Quetz gleich drauf. Ah, kriegt auch Schaden. Wenn ich normalerweise nur einen Schlag und dann unterbricht ihr das da dabei. Ja, bin doch mal wunderbar. Mach nix, er ist tot. Okay, jetzt ist er tot. Schick. Gut. Wäpfel, nicht in diesen. Nicht da. Was? Ich will essen. Wer ist dieser? Nein, ich will die Dingens haben, ich will die Haut haben. Der muss. Weg da! Nicht zu nah an dieses blaue Ding da rangehen, bitte. Welches blaue Ding da? Ach, das da. Ach, das blaue ist da. Säule da. Große blaue Ding da. Darf ich Flapflap essen? Au, Komm nicht ran. Ich bin in dem blauen Ding. Ja, das ist keine gute Idee. Du kriegst jetzt den Abspann, oder? Weg! Raus! Fusch. Oh, und ich hab sogar überlebt! Als Fußgänger! Da liegen meine Sachen! Hat jemand ein Kratzteil? Oder war der? Ein Dermis? Ja. Ich hatte eins drin, aber ich wurde ja getötet. Du müsstest doch irgendwo eine Säule haben, wo du getötet wurdest. Ja, in dem Strudel. Ich hab nichts dabei. Doch. Ach, das Vieh ist weg. Wieso? Wo ist das Vieh hin? So, jetzt kann ich mich auch mal auf dem Boden trauen. Der Quetz hat es doch überlebt. Was machen wir jetzt? Musst du jetzt da reinlatschen oder was? Ja. Das ist das Ende. Aber das war gerade so. Ich hatte dieses komische Ding da. Apple tot? Ich habe keine Flügel gehabt, hallo? Sollen wir jetzt alles in die jeweiligen Tiere schmeißen und reinlaufen oder was? Sani? Es ist weg! Was ist da in den Taschen? Ja, Sani! Das sind meine Taschen, was? Da drinnen, wenn man da reinkriegt, kriegt man das andere Implementat und das letzte Bildchen wird gezeigt. Also soll man jetzt immer noch das gleiche fragen? Soll man jetzt reinlaufen? Soll man sich vorher nackig machen? Ich kann es dir nicht sagen. Bei mir ist das blaue Teil weg. Bei mir auch. Weil man zu langsam handelt. Ja, ich wollte fragen. Ah, ihr wolltet ja erstmal das Vieh auffressen und Epidermis ziehen. Deswegen. Was wir nicht geschafft haben. Haben wir es erstmal so gemacht. Super. Jetzt fehlt uns aber ein Titan für das nächste Mal. Und anderen müssten geheilt werden. Ja, ich weiß. Es war ja auch nur das Ziel, das Vieh einmal platt zu machen. Gut. Dann nach Hause oder was? Nein. Mann, lass den dir halt aus der Nase ziehen, Sunny. Ah, Laura, dort ist Mitfahrer. Immer diese gierigen Leute. Ich habe noch eine kleine Überraschung geplant. Ich habe das Ende nicht mitgekriegt, also darf ich ein bisschen enttäuscht sein. Kommt doch noch. Haben wir jetzt nicht das Dingsterbumster bekommen? Das ist was? Ja, irgendein blödes Teil oder sowas. Ich hab den Loot geguckt, da war nichts drin. Ja, freut sich jetzt still und heimlich über die großen Dingsterbums. Aber wir wollen ja auch mal zumindest einmal alles sehen. Irgendwas hier. Sag ich immer in dem Gebiet hier eigentlich extra mehr Hunger? Ja. Okay. Immer noch. Ah, stimmt, das war ja das. Wir können auf jeden Fall mal die Arena räumen. Okay. Sani, ihr möchtet sterben? Was? Also irgendwie hatte ich die Hütte hier auf dem Quetzi größer in Erinnerung. Nicht rumalbern, runtergehen. Ich wollte doch nur wegspringen.
Du hast ja gesehen, was du weit gekommen bist. Draußen ist ein Drache unterwegs. Okay. Und lass ihn doch. Ja. Nicke, kümmere dich mal drum. Kotze doch schon hin. Nicht getroffen. Kein Zielwasser mehr. Dann nehme ich mal was vorbereitet. Unser Amts flapp flapp. Naja. Naja. Ach, guck mal, das ist ein neuer flapp flapp. Juhu, wir kriegen was zum Kämpfen. Hä? Wo? Wo ist ein neuer? Das war ein Spaß. Weil das war jetzt gerade mal der popliche Gamma-Titan. Mhm, der erste. Ganz einfache. Wieso der so lange gelebt hat, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig. Also, ich hab's im Singleplayer, ist er deutlich schneller umgefallen. Aber eigentlich mit Multiplayer-Einstellungen. Keine Ahnung. So. Und jetzt tucken wir das ganze Vieh nämlich mal. Meiner! Gamma-Modus an. Im Alpha-Modus. Hey, warte mal, meine Farbe. Gamma. Alpha. Weiter. So. Wir müssen ach, verdammt. Kann man uns gar nicht angucken, weil wir haben jetzt einen Cooldown. Timer? Eine Stunde? Vier Stunden. Machen wir es okay. Morgen. So, morgen geht er nicht. Ja. Also knapp 6 Stunden Timer. Wusste ich gar nicht. Das hatten wir bei Flap Flap auch. Ja, das hatten wir bei allen Titanen. Da muss ich ihm recht geben. Da habe ich es nicht getan. Im Singleplayer hat es mich nicht gestört. Da konnte ich es wie immer wieder rufen. Meck. Dann kann ich es euch erst beim nächsten Mal zeigen. Muss ich die Folge auch schnippeln, weil das kann ich jetzt ja schlecht zeigen. Naja, jetzt haben wir aber auch Zeit, Tiere hochzuheilen. Wir können ja nochmal Flap-Flap mal holen. Du, hier stehen mit Absicht schon 4 lustige Dinger. Ah, ich sehe schon, was vor's. Aber die halten doch nur eine begrenzte Zeit, ja. Oder? Das sollte eigentlich die Überraschung sein, die jetzt leider nicht so ganz geklappt hat. Aber ich hab doch. Ah, dann hätte ich ja meinen auch mitnehmen können. Meiner ist sogar angemalt. Kannst du ja noch. Nee, der Scheiße. Entschuldigung, der ist blöd. Also, was habt ihr denn da? Ich sehe gar nichts. Mac. Hier stehen 4 Macs. Und einer wird schon entführt. Das sind 4 Power Rangers. Bitte stehen lassen. Ich wollte nur André zeigen. Ja, ja. Kann jeder sagen, die wollen es mit heimnehmen. Also gucken wir jetzt nach einer 100.000er Vene. Drop. Ohne Flap-Flap. So, ich mache jetzt aber erstmal Schluss. Hier geht's dann gleich weiter. Ich schnipple dann den Rest. Wenn ich dann noch als Überraschung habe, gleich dran. Das heißt, für euch müsst ihr nicht so lange warten. Ja. So, dann wollen wir euch jetzt mal den Erfolg gibt's ja gar nicht. Aber mal zeigen, wie es eigentlich das richtige fette Endgame bei Ark aussieht. Ein Balken. Jetzt müssen wir in die Viecher rein, oder was? Ne, passt auf, wenn ihr das mal gesehen habt. Er ist schon drin. Oh, hinter uns, Drechse! Ja, ist klar, hier oben steht ihr sicher. Oh, heul doch! Mama! Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hochgekommen bin. Ich hab Hunger-Effekt bekommen. La! Au! Sunny, es kann dir übrigens keiner zugucken mehr. Dann geht aufs Häschen und killt den kleinen Kram. Ja, ich bin schon dabei. Ich glaube, hinter mir ist was gespawnt. Ich spawn die ganze Zeit was. Häschen weg. Aua. Hast verdient. Kommst du nie. Wo ist Häschen? Ich seh's nicht mehr. Ah, jetzt seh ich's wieder. Stampfen! Häschen! Stampfen! Was?
Warum? Steht der unter mir? Ja. Andere Möglichkeit wäre, wenn du kurz absteigst, damit wir kurz aufsteigen dürfen. Ja. Steigt auf, der Nächste. Und wieder. Ja. Absteigen, der Nächste. Die Arbeit. Ich krieg hier nur das Haha hier. Laura? Bist du drauf? Nein, komm grad an ihn auf. Oh, jetzt kommt Musik! Das ist die Vene. Achso. Ui. So, groß. Ist denn jetzt eigentlich drauf? Achso, ich dreh mich einmal kurz mit dem Häschen. Okay, ich kann mich gerade nicht drehen, weil unter mir noch ein Polizist ist. Wo ist der Kopf? Ich müsste nur aufpassen, dass er nicht zu nah rankommt wegen den Meteoriten. So, seht ihr jetzt mal? Schneeball geflogen. Seid ihr jetzt nah genug dran, dass ihr was seht? Ja. Ja. Das, so sieht das hier nämlich in der höchsten Schwierigkeitsstufe aus. Und auch nur hier kann man diesen Megamech beschwören. Der übrigens alleine auch chancenlos wäre. Wow. Oh, ich hab's überlebt! Dann wart ihr zu nah dran. Ich hab den Kreis noch gesehen auf der rechten Seite. Kurz vorm Voreinschlag ist. Und für diesen Megamech braucht man 4. Genau, da braucht man 4 von den kleinen Mechs und dann so einen Gegenstand, den man als Drop kriegt. Vorsicht. Oh. Ich glaube, das hilft nicht, das war komplett drin gewesen. Komm mit der Plattform. Also, als bevor ihr euch gedreht habt, hat's gepasst, dann habt ihr nichts abgekriegt. Häschen, lass mich kurz drauf. Ja, super. Ich hab wieder den Bug, dass ich irgendwo in der Buxtehude in der Walachei gelandet bin. Ja, da sind 2 auf dem gleichen Bett gespawnt. Ja. Perfekt, weil ich bin... Ein Metroid außerhalb der Arena. Ist interessant. Sitzt auf dem Häschen sitzt noch jemand drauf, oder? Nein. Ja. Das ist lustig. Die Meteore schlagen hinten ein, wo das Häuschen steht. Aber aufs Häschen geht nichts. Ich habe nur einen Punkt auf der Plattform gesehen und die Pause und Schusshase. Kann ich auch hoch? Ich will auch hoch. Ja, ernsthaft? Ich habe den Gatscha in die Flucht geschlagen mit der Fäuste. Und komme ihm jetzt nicht hinterher, weil ich zu langsam bin. Upsa, ich muss nochmal runter. Wie komme ich am besten runter? Hm. Ich habe hier unten das Fleisch eingesammelt. Ah, hast Fleisch auch aus meiner Tasche? Ich war gerade an Andres Leiche. Oh Gott, Häschen. Okay, ich würde mal sagen, da das hier sonst relativ... April? Ja? Kommst du mal mit Gottmut her und haust dem Vieh mal einen Beat-Kill rein? Warte. Ich bin unterwegs. Vielleicht ist das bei mir schon? Ging ja nur darum, es mal zu zeigen, wie es geht. Ah, was ist denn das denn? Ah, warum fliege ich weg? Hallo? Das ist der richtig. Das ist der Abgrund. Das ist mein Tod. Das ist dieser komische. Oh, Drachen! Das hast du verdient! Oh, ich hab's überlebt! Den Schurf! Haben wir den Wieber gekillt. Muss ich mehrere Kills reinhauen? Ja. Und du hast nicht getroffen. Oh.
Jetzt habe ich mal den Faustschlag unterbrochen. Das hat man. Und wie? Keine Ahnung. Schauen wir mal, klappt das nicht, kann das sein? Ja. Wer sitzt auf Häschen? Na gut. Geht nicht. Okay, dann müssen wir es halt so zu Ende bringen. Okay. Also die jetzt oben drauf sitzen, die werden jetzt auch wieder sterben. Ich greife mit an. Hm? Wie? Und werden die nicht mehr sterben? Doch, die werden jetzt gleich sterben. Wer? Die jetzt hier oben drauf sind. Nein, die für mich. Ich auch von uns mit dran. Wo ist denn... Und führst du jetzt die Leute wieder? Nicht mit angreifen. Achso. Irgendjemand muss es hier mal am Ende setzen, damit das jetzt kaputt ist. Sie will bloß nicht alleine sterben. Okay, wer tot ist, am besten im Haus. Wieder, wiederbeleben und dann kurz warten. Weil er muss nicht beim Kill anwesend sein, soweit ich weiß. Hm, wo seid ihr denn jetzt gestorben? Hm? Wo seid ihr jetzt gestorben? Explosion. Ja. Achso. Die sind gerade eben. Weil es hat ja nichts gebracht. Okay. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, man könnte jetzt mit Kill Dinos könnte man die wegholen, aber du würdest die Epidermis haben. Ja, so viel Leben hat er ja auch nicht. Ja, ist gleich weg. So, wenn er, wenn er tot ist, bitte alle, die das extra mal sehen wollen und entsprechend ihren Aufstieg und so, in diese Kuppel, die dann hier existiert, dieser blaue Strahl, wie beim letzten Mal. Wenn er da reingeht, dann das ist dann wieder der Teleporter, der normalerweise zu den Arenen führt. Und dann schließt sich eine Kuppel, also das leuchtet eine ganze Weile und dann fängt irgendwann an, sich so eine Kuppel zu schließen. Und wenn die zu ist, dann kommt der Teleport quasi. Also dann kommt dieses Hochladen und dann kommt das Video mit der guten Helena und so weiter und so fort. Das hat dir beim letzten Mal gefehlt. Das ist halt das Problem. Dass das leider so ein bisschen blöd ist, dass man nicht einfach sagt, weil im Singleplayer war ich dann auch mit in der Walachei und das ist dann blöde. Am Bett gespawnt, du landest irgendwo in der Walachei. Und im Inventar leer. Nee, das Inventar war schon noch da, aber es bringt dir halt nichts, wenn du dann halt irgendwo im Nirgendwo stehst. Also ich hab quasi immer im Dings gespawnt, bin ich irgendwie in der Wildnis. War sehr interessant. Hi. Da ist April. Da schwebt eine Leiche in der Luft. Ja, Nicky, hast du vorher auch meine Leiche gelootet? Keine Ahnung. Also da liegt jedenfalls in der Nähe meine Leiche. Ah. Ist er wieder fertig? Pass auf, jetzt kann er wieder kicken. Ja! Hallo Drachen! Oh, ich bin gar nicht mal zum Drachen gekommen. Ja, ich bin auch. Warte. Nee! Lauf, ich bin drückt. Oh. Das Häschen macht gar nichts mehr. Wofür genau waren jetzt eigentlich die Mechs? Um das Ding zu beschwören. Du brauchst 4 Mechs, damit du den beschwören kannst. So, er ist gleich tot. Nicht 5 Mechs? Oh, nein, 4. Ich bin in der Walachei. Weil es waren ja 4 rote, oder? Nein, es waren 3 rote. Ja, 3 rote, ein grauer. So. Er ist tot. Echt?
Nein, er lebt noch. Er lebt noch. War jetzt ja alle gestorben und teilweise in der Walachei sind. Immer noch in der Walachei. Ja. Deswegen habe ich aufgehört. Ach so. Beeil mich schon, hier ist noch irgendwie kein Tier, was mich töten kann. Ja. Oh ja, Fische töten. Oh, April hat Spaß. Töte mich. Ich prügel mich gerade mit 5 Fischen hier. Ah. Oh, der ist tot. Den ersten habe ich getötet, den zweiten habe ich getötet. Ja, ach, danke, das war gerade eine schöne Anzeige, oder? Ich habe dich gesehen. Bin ich da? Nee, da ist gerade ein toter Peter wohl zugeflogen und dann vor uns gestorben. Wie gesagt, ich bin nicht da. Ich bin wieder zurück. Dann bleibt jetzt bitte in dem Haus stehen, damit wir ja fertig werden. Ich bin im Haus. Jetzt irgendjemand nicht da. Hier sind aber gerade irgendwelche Viecher. Die sind gleich weg. Kannst du jetzt mal von der Tür bitte weggehen? Und da bin ich wieder tot. Was denn, du da auf oder zu? Die soll zubleiben, wir sollen hier drinnen bleiben. Hörst du die Luft? Hat nicht verstanden. Ich schon, aber was machst du draußen dann? Ja, ich wollte ja wieder rein. Seid ihr jetzt fertig, damit das Vieh weghauen kann? Ja. André, bleib drinnen. Warum? Au! So, kommt hoch. Oh, ja, ich nehme ihn mit. Sei mal so gut. Hast du mehr Fortitude tatsächlich? Kann das sein? Schnell. Ja, ja, bei uns doch schon. Geht nicht, er ist so fett. Wir lassen liegen. Okay, du bist wieder wach, oder? So, keine Stamina mehr. Na, was macht denn der hier für ein... Ich lauf gerade dem Wackeldackel hinterher. Guck mir doch nicht auf den Hintern. Wir sollen uns nicht zu laufen, ne? Mach ich nicht, ich zähl nur die Schwingung. Die Zellulite? Nee, die Schwingung. Der Backen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ab ins Licht. Geh nicht in das Licht. Tut das Licht weh? Doch, es ist so schön blau. Da steht April. War da rein in die Ringe, ja? Genau. Oder wie? Sollen wir einfach reinlatschen? Yep. Komm, na gut, April. Ich beeil mich so schnell, wie es geht. Ja, ich komm. Ich habe ja bloß keine Ausdauer mehr und kein Essen mehr. Ja. Und ich komme aus dem Mac nicht raus. Was? Ja, der hängt hier fest und ich häng drinnen. Tschüss, Sunny. Winke, winke. Also sie ist Endfrequenz gar nicht, oder wie? Ja gut, ich kenne die ja schon. Irgendwie ist so weiß hier. Ach, eh. Ja, ich sterbe. Ich schaff's auch nicht. Ich hab ne Maus, mehr hab ich nicht. Ich seh jetzt was. Hm? Nein. Oh, wie schön. Ja, schön, dass du was siehst. Ich habe einen schwarzen Bildschirm und eine Maus. Ja, und? Du siehst wenigstens was. Ich hänge immer noch an dem scheiß Mac fest. Loading. Jetzt habe ich ein weißes... Nein, meine Hand. Ah, jetzt. Ich habe es auch nicht geschafft, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Komm, darf ich jetzt mal irgendwie hier raus? Nein. Sani, port dich einfach mal zum... Nee, halt, hab ich doch Mac schon. Jetzt, wer weiß. Huch. Ich kann das irgendwo anschließen. Die scheiß aussehenden Hände, ne? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Warum? Wenn du einen Gottmut drin hast, dann zerstört er sich nicht selber. Aber dass man dann so drinnen hängen bleibt, ist natürlich interessant. Ja, jetzt. Geht doch.
Ah, ohne Gottmode fliegt man raus. Okay, sehr schön. Muss man natürlich auch mal wissen. Hm. Aha. Und ich bin gestorben, obwohl ich einen Gottmode drin hatte vorher. Na gut. Ich mache das Ganze dann im Singleplayer nochmal und dann hänge ich die Endsequenz auch nochmal dran. Muss ja so und so schneiden. Ich sterbe ja auch gleich. So, also das war jetzt mal der Endboss, auch nochmal der höchsten Stufe, nur mal um es zu zeigen, weil ohne Cheaten, ja, wäre in unserer kleinen Besetzung das wahrscheinlich sehr hart gewesen, vor allem ohne Gigas. So, und eine Überraschung gibt es noch, die April hat mit Unterstützung sehr viele böse Sachen gebaut, ihr graut schon vor dem, was kommt. Und das wird dann unser Abschied von dem Server. In diesem Sinne, freut euch, was da kommt, während wir uns grauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, wie ich noch versprochen habe, habe ich gesagt, ich schnipple noch den Endscreen dran. Und dann bin ich mal kurz in den Singleplayer gespawnt, habe das Vieh nochmal umgedroschen und jetzt diesen lustigen, fast nicht mehr zu sehenden Strahl hier mich mal reingestellt. Das gleich kommt ja auch die Bubble sich gleich aufbauen und dann sehen wir hoffentlich den Endscreen nochmal. Zumindest für die Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt meine andere Folge gesehen haben. Ich habe schon mal den Endscreen schon mal gezeigt, aber das war dann eine Stundenfolge, wo ich mal die gesamte Story von Ark erzählt habe. Und es ist vielleicht auch nicht für jeden was gewesen. Von daher jetzt mal in Kürze nur mal den Endscreen. Sofern er denn mal anfangen würde. Ganz ehrlich, solange wie das dauert, wundert mich, dass Harmonas nicht geschafft hat, so schnell hier hinzukommen. Ja, es wird immer heller. Schön. Fängst du jetzt auch mal an? Ja. Hallo. Ah, geht doch. Und die Kuppel hat mir jetzt nicht gesehen. Eigentlich müsst ihr jetzt dieses Ding hier irgendwie auftauchen, weil wir befinden uns ja gerade eigentlich noch auf der Plattform. So, da ist unser Implantat weg. Jetzt sehen wir die Arcs. Jetzt kommen wir. Seht ihr gleich hier das Plateau, in dem wir uns eigentlich befinden. Da sieht man ja schon im Hintergrund die Stadt. Und das Ding sollte ja eigentlich auch mal zu sehen sein, ist es aber nicht. Nur mal kurz am Himmel, die Sterne leuchten. Aber keine Sterne, das sind in Wirklichkeit die Arcs. Und jetzt fängt quasi das an, was wir eigentlich unsere große Mission sind. Wir reinigen die Erde vom Element. Also mussten wir die Pause platt machen. Und wen haben wir hier? Die gute Helena. Wer das jetzt nicht alles Englisch lesen möchte oder hören möchte, wie auch immer. Sind es jetzt quasi, die Arcs kommen nach Hause und die Energie der Arcs löst das Element auf. Ist ein wenig seltsam, aber ist so. Dafür muss man halt erst die Bosse platt machen, weil diesen Kind-Titan, der halt immer wieder das Element sonst hervorbringen würde. So, die Arcs kommen nach Hause mit dem Samen des Lebens. Quasi Tiere, Pflanzen, Menschen. So, jetzt sehen wir so, wie sie gelandet sind. Das ist ein Arc, irgendeiner, und der jetzt löste diese quasi eine Art Energiewelle, wie auch immer, aus. Und löst damit das Element vollständig auf. Zerstört natürlich auch die Stadt. Ja, gut.
sure. But make no mistake. This is all thanks to you. I'm just glad I got to see. So, ohne dir und jetzt spawnt überall ein neues Leben. Eins sowohl Erde und wieder zu einem bewohnbaren neuer Paradies will ich vielleicht nicht sagen. Und da sehen wir sie eine noch mal kurz. Das war jetzt das Ziel von Ark. Aber wie jeder gute Film sehr interessant. Eigentlich gehört dazu nämlich noch ein anderer Teil. Das war nämlich noch nicht das Ende. Eigentlich gehört zu dem Trailer, zum Endgame, ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich noch hinterm Extro gekommen wäre, wäre natürlich blöd gewesen. Das dauert ziemlich lange, das durchlaufen zu lassen, man kann sich nicht beschleunigen, das dauert ein paar Minuten. Nur kurz zusammengefasst, man sieht quasi einen... die Ruine eines abgestürzten Arks. Alles leuchtet irgendwie ein bisschen lila und man hört im Hintergrund ein wenig Gebrüll. Wer sich alle Teile von Ark gespielt hat, dem wird es relativ schnell auffallen, was es ist. Und die Community hat natürlich schon fleißig drum geraten, was es wohl ist. Und man ist sich ziemlich einig, es ist der beschädigte Aberration Ark. Der ist ja ziemlich kaputt und hat deswegen die Landung nicht überlebt. Ist einfach Wumms verschellt. Und das Brüllen, was man hört, man geht davon aus, dass es der nicht so ganz, wie wir gedacht haben, tote Rockwell ist. Und somit hätten wir jetzt quasi noch Stoff für ein weiteres Kapitel von Ark, eine neue DLC oder eine Story-Erweiterung. Wie auch immer. Ob das kommt, das weiß wohl nur Studio Wildcard. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, ich habe mich eh schon... vor diesem Schnitt nochmal verabschiedet und gesagt, es kommt noch was. Das kommt natürlich auch, wir haben es schon aufgenommen. War, nervenaufreibend, aber auch sehr lustig. Viel Spaß dann. Ciao.